escort valuable rebel supplies through dangerous imperial territory over the humid lands of Barkesh. Bla bla bla. Willkommen zurück zu Obscura spielt Star Wars Rogue Squadron 3D. So, es geht mit der zweiten Mission weiter. Rendezvous auf Barkesh. Könntest du das mal reden? Eskortieren Sie für die Rebellion wichtigen Nachschub durch die Fläche des imperialen Territoriums. Die Sumpfgebiete von Barkesh? Kein Problem. Ja, kein Problem, weil er nicht. Kann sein, dass in dieser Mission damals auch ein, was heißt damals, auch immer noch ein Bonus gibt. Wo das ist, weiß ich auswendig nicht mehr. Ich habe die Mission sowieso nicht mehr so ganz im Kopf. Also ich weiß, wir haben jetzt so einen Konvoi und der wird auf jeden Fall von so Bombern angegriffen. Und den AT-STs, ne, diesen kleinen Zweibeinern, die gerne zur Eskorte, zum Gleitschutz von den Walkern eingesetzt werden. Mal gucken, der X-Wing ist hier wieder gefragt. Schauen wir mal, ob wir das hinbekommen. So, ich mache dieses Startmanöver jetzt mal weg. Rogue Squadron, this is General Riken. One of our shuttles will rendezvous with a small convoy from local resistance on Barkesh, which must first travel through Imperial territory. They carry equipment and supplies vital to the rebellion. Your mission is to rendezvous with that convoy and escort it to the landing zone. Good luck. Da spricht General Riken, hat auch gesagt. Auch bekannt aus Das Imperium schlägt zurück. Take your targets and go. So, direkt mal so ein paar kleine Scheißruinen. Ja, ist von ATS, den putzen wir gleich mal weg. Links oben, das ist sowieso unsere Panzerung, das grüne Schiffchen, ne? Grün ist noch völlig okay. Gelb hat schon beschädigt und rot stehen wir kurz vorm Kollaps. Links unten sind unsere Proton-Torpedos, beziehungsweise halt unsere Sekundärwaffe. Nicht jedes Schiff hat ja Proton-Torpedos. Ja. So viel dazu. So, da ist unser Konvoi. Alright, Rogue Group. The supply vehicles have begun moving. Their escort will follow shortly. The smaller craft are the combat vehicles. Stick with the five transports. Ich ziehe wieder super. Läuft bei mir. Sollte halt auf den Radar achten oben rechts, ne? Grün verbündet, blau neutral und rot sind, naja, feindliche Ziele eben, ist ja klar. Wow, der hat mich aber schon gut in Stücke geschossen. Man sieht meine Panzerung oben. Da war ein bisschen blöd, dass ich mich so frontal dem genähert habe. Commander, this is Riken. It's imperative you stay with the supply vehicle. Ja, ich weiß. Kann sein, dass in dieser kleinen Basis da das Boni war. Das Bonus. Das Ding halt. Oh ja, der ist. Aufpassen. Schutzstürmer. Ah, schau mal, wer da wirklich angegriffen. Ah, Bomber. Kommen die jetzt schon, die Runde. Ja, die haben den ATS hier selber ausgeschaltet. Ich weiß noch, ich hatte damals auf N64 zumindest in den ersten drei Missionen Gold. Ein Gold. Mhm. Gut, der erste haben wir schon vergeigt. Ist das hier gelingt? Wollen wir mal sehen. Sollen wir mal ein bisschen beim Konvoi fliegen? Wegen der Bomber. Ich hätte ja wissen, wo das verdammte Boni-Dingen war. Ich glaube, da können wir schon was Nettes einsammeln. Geh kaputt! Sehr schön. Der Abstand ist sehr groß zwischen den Fahrzeugen. Sieht mir ganz aus, als wäre schon einer hochgegangen. Mindestens einer, wenn nicht mehr. Vermutlich während des Bomberangriffs. Wahrscheinlich können wir uns damit schon mal die Goldmedaille abschminken. Gucken wir eben ein bisschen um. Der feindlichen Basis? Wo war die denn? Keine Ahnung. Wir dürfen uns nicht zu weit entfernen.
Aber auch nicht. Wen schießt der? Aha! Bombe im Angriffsflug. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man die abschießt, dass sie nicht auf die Fahrzeuge fallen, weil das macht natürlich genauso Schaden. Ein bisschen drauf achten, wann man die wo erwischt. Die Kollegen, die machen ja relativ wenig in den Missionen. Die sind ja auch mehr so... ja, Kanonenfutter. Beziehungsweise sind einfach nur da. So. In der Regel muss man sich selber um die Feinde kümmern. Ich bin sicher, dass ein Bonus hinten in der Base war. Solange mein Schiff da oben links, aber mein Panzer noch nicht rot ist, werde ich von R2-D2 noch repariert. Ne? Ich bin schon fast wieder komplett grün hier. Hier ist der Geschützturm. Kaputt! This is Riken. It's imperative you stay with the supply vehicle. Ja, wir sind unterwegs. Ich hätte gern gewusst, wo das Bonus-Ding ist. Ich dachte, es wäre da drin gewesen. Irgendwie habe ich das Ding nicht kaputt bekommen. Bombe im Anflug. Hab dich. Hier ist schon das Ziel. Jetzt muss ich noch wahrscheinlich das Bonus finden, bevor die da alle ankommen. Geht das nicht kaputt? Offenbar nicht. The shuttle is clear. She'll pick up the rest of this cargo. The Rebel Alliance will appreciate those supplies, especially after we lost Yavin Base. Wieder nur Silber. Schauen wir mal, was hat gefehlt. Ne, es gab doch keinen Bonus. Ich habe mir jetzt eingeredet. Na gut, ich habe vier Gegner nicht platt gemacht. Da haben wir meine Leute ein bisschen nachgeholfen. Ja, drei Einheiten sind uns verloren gegangen. Ist natürlich scheiße. Na gut, das kann ich ja mal so nach und nach noch machen. Wir spielen das jetzt erstmal einfach nur so normal durch. Und später versuche ich dann mal noch so ein paar Medaillen zu bekommen, damit wir vielleicht in diese Bonusmission noch gelangen. Gut, ja, das war Mission Nummer 2. Habe ich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, aber okay. Ja, ich hoffe, euch hat auch das gefallen. Und dann geht's mit der nächsten Mission dann in Kürze weiter. Also bis dann.